Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen beim Seelencoaching und zu euren neuen 2-Tages-Botschaften für heute und für morgen. Das Video ist wie immer zeitunabhängig, dann wann du schaust, dann möchtest du auf jeden Fall Botschaften, Impulse, Entscheidungsunterstützung etc. für dich bereithalten. Ja, wenn du es heute direkt schaust, dann hoffe ich mal, dass deine Nacht nicht ganz so schlimm war. Nach der Uhrzeitumstellung jetzt wieder auf Sommerzeit, ne? Jetzt fehlt uns ja wieder eine Stunde. Und meistens ist das ja dann montags morgens, ist es ja dann, ne, wenn die Sommerzeit anfängt, immer so ein bisschen, ja, da wachen wir nicht so freudestrahlend auf, weil uns diese eine Stunde natürlich dann auch wiederum fehlt. Ne? Aber auf der anderen Seite, ich bin dann motivierter, weil es ist heller draußen, ne, auch wenn sich das jetzt erstmal wieder so einpendelt. Aber wir kriegen ja jetzt die schöne Jahreszeit, oder wir sind ja jetzt so schön im Frühjahr auch. Und ja, ich finde das immer auch schön, wenn man dann sieht, dass es, ja, dann wieder auch abends wieder länger heller ist und. Na gut, ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr jetzt fit seid und wenn nicht, dann hoffe ich, dass wir jetzt tolle Botschaften haben, die uns ganz, ganz fit auf jeden Fall machen werden. So, wir haben heute die Krafttiere, daraus ziehe ich gleich eine Karte. Krafttiere könnt ihr euch gerne bis zum nächsten Orakel auch als Begleiter nehmen, sage ich immer wieder. Und natürlich unterstützen noch eine Energiekarte, die hoffentlich nochmal alles schön abrundet und wie immer natürlich unsere 3 Lennys für die Hauptüberschriften. Ich freue mich, ihr Lieben, wisst ihr auch ganz genau, über den Daumen nach oben, sehr über ein kostenloses Abo natürlich auch. Ne? Ja, also bitte nicht vergessen, wenn es euch gefallen hat. Ne? So, jetzt starten wir aber jetzt mal, wollen wir natürlich wissen, was wir heute an dem Tag, wo uns jetzt die Eingewöhnungszeit noch mitbegleitet, die eine Stunde uns fehlt, ne? Morgens vor allen Dingen, was uns die 2 Tage bringen wollen. So, da ziehen wir jetzt auf jeden Fall diese eine Karte. Dann nehme ich mir noch diese für uns und diese Botschaft. So, was haben wir da? Damen, Herzmenschen, da lauert er schon wieder auf uns. Mit den Ruten und dem Kleeblatt. Wie schön, wie schön, wie schön. Ja. Herzmensch, Herzmenschen, liebe Herren, ihr seid nicht der Herr jetzt hier im Kartenbild, im allgemeinen Orakel, sondern wir sind alle hier die Frau, die 28, die 29, Entschuldigung, die 28, der Herr, das ist jetzt unser Herzmensch, Herzmenschen, also alle, die jemanden im Kopf haben, im Herzen haben, an der Seite schon haben oder hoffen, dass endlich mal jemand kommt, ne? Jetzt geht es auf jeden Fall los. Ich sage es immer wieder, ne? Der März, der ist mega prädestiniert dafür, das Frühjahr auch für die Liebe, Liebe, also macht was draus. So. Auf jeden Fall finden hier mit den Ruten, das sind ja für mich nicht die klassischen Streitgespräche, sondern sind die Tacheles-Gespräche. Hier interessiert man sich, hier möchte man Konsens finden, hier möchte man miteinander vielleicht auch diskutieren, ne? Man möchte auf einen Nenner kommen, ne? Und jetzt ist ganz wichtig, wenn ihr auch schon jemanden habt, ne, wenn Gespräche anstehen sollten und die euch vielleicht ein bisschen Bauchschmerzen bereiten oder ihr denkt, oh, ich schieb's lieber noch, nein, jetzt auf jeden Fall ran daran, ran an den Speck wollte ich gerade sagen, aber kann ich auch sagen, denn das ist hier wirklich mit dem Glück auch hier gesegnet. Ne? Das heißt, jetzt würden Gespräche stattfinden mit Herzmensch, Herzmenschen, dann fruchten die jetzt auch. Ne? Das ist das Alltagsglück, das Aufbauglück. Das Kleeblatt ist für mich immer das kleine Glück, was aufbaut. Ne? Letztendlich aufblühen kann, was ihr hegt und pflegt, was Großes entstehen lässt. Ist für mich immer viel, viel schöner als das große Ganze einmalig. Sondern hier ist das unser Wachstumsglück. Vielleicht wird der ein oder andere auch wirklich Tacheles mal nicht sprechen wegen Zusammenzug. Ne? Was macht die Zukunft? Beziehungsweise gehen wir in eine Zukunft? Jetzt mal wirklich mal so Butter bei der Fische und sagt so, jetzt reicht es mir hier, auch bei Drittkonstellation. Ne? Redet hier wirklich ernsthaft. Und auf der anderen Seite, ich meine, das ist natürlich, wir haben jetzt 3 Karten hier. Wir gucken gleich natürlich Krafttier noch an und die Energiekarte unterstützend. Aber hier heißt es auch, entweder die Initiative geht von euch oder von eurem Herzmenschen. Ne? Dass jetzt endlich er oder sie halt auch mal sagt, wir setzen uns jetzt mal hin, wir reden ernsthaft über unsere Zukunft. Denn wir wollen das Alltagsglück zusammenleben. Ne? Oder er oder sie sagt das ganz klar, ich möchte das mit dir jetzt auch. Ich möchte hier wirklich das Glück mit dir teilen. Ich möchte darauf aufbauen. Ne? Ich möchte den Alltag mit dir verbringen. Ich sage, das Kleeblatt ist auch immer das Glück, dass es heißt, dass wir alles haben, was uns wirklich zufrieden und glücklich macht. Ne? Und wenn wir das hegen und pflegen, wird daraus noch viel, viel mehr. Ne? Und die anderen lieben Singles da draußen, die niemanden gerade haben,
Euch bitte ich jetzt wirklich aufmerksam zu sein in diesen 2 Tagen vor allen Dingen. Natürlich gibt es Raum und Zeit da oben nicht, aber es heißt jetzt sowieso auch in anderen Orakeln immer, die Liebe möchte kommen. Also sprecht an, wenn euch irgendwas auf dem Herzen liegt, ne? Wenn ihr jemanden toll findet oder wenn ihr einfach auch wirklich mal wieder flirten wollt, geht raus, ne? Sprecht Menschen an, seid mutig. Ne? Das ist hier alles hier mit dem Kleeblatt, mit dem schnellen Glück vor allen Dingen auch behaftet. Ne? Und darauf kann man aufbauen. Ich sage ja auch immer wieder, ne, wenn auch der erste Mensch, dem ihr jetzt begegnet, wo ihr sagt, er oder sie könnte, daraus könnte mehr werden oder finde ich attraktiv und nein, puppt es sich doch nicht so, ist das alles Übung und macht euch stärker. Ne? Ihr seid dann vielleicht mehr vorbereitet, nicht vielleicht, ihr seid auf jeden Fall mehr vorbereitet für das nächste Gespräch. Ne? Auf jeden Fall bringt es euch Glück in jeglicher Hinsicht. Die Gespräche, die jetzt geführt werden können, auch mit neuen potenziellen Partner, Partnerinnen, die können wirklich euch ganz weit bringen. Ne? Und wenn sie euch dahin bringen, dass ihr endlich mal wieder Routine bekommt, dass ihr jetzt im Frühling wieder mehr rausgeht, dass ihr euch traut zu flirten, dass ihr mal ein Hallo sagt, ne? Dass ihr mal zu euren Gefühlen steht, dass ihr euch mal äußert. Wie viele haben Sehnsüchte, schon lange Jahre vielleicht auch, lange Zeit nach jemandem und trauen sich nicht, es anzusprechen? Jetzt ist auf jeden Fall Zeit dafür. Also macht es auch. Auf der anderen Seite kann auch gut sein, dass jemand um die Ecke kommt, liebe Singles, wo ihr gar nicht mit rechnet. Nachbar, Nachbarin, Arbeitskollege, Arbeitskollegin oder jemand, den oder die ihr immer wieder seht beim Laufen, beim Spazierengehen, im Supermarkt. Und er oder sie möchte mal ein Gespräch anfangen. Ja, dann geht drauf ein, auf jeden Fall. Ne? Mit der Kleeblattkarte kann euch nichts passieren. Ihr könnt wirklich nur gewinnen. So, jetzt bin ich aber mal gespannt, was wir jetzt noch für Krafttierkarten, beziehungsweise was für ein Krafttier wir ziehen und was für eine Energiekarte, weil die unterstützen uns ja jetzt hier dazu auch nochmal. So, welches nehmen wir uns hier, welches Krafttier? Ich möchte gerne dieses hier haben. Na, und die anderen möchte ich jetzt aber wegtun, wenn sie auch nicht lassen. So, dann nehmen wir noch eine Energiekarte. Welche nehmen wir uns da? Da nehme ich mir heute diese hier. So, und dann können die anderen Karten jetzt mal hier zur Seite. Dann schaue ich natürlich, dass ihr auch alles sehen könnt. Ist ja auch immer sehr, sehr wichtig. Okay, so, was haben wir für ein Krafttier, was unterstützt uns jetzt noch? Das Krokodil, Respekt. Okay, die 40 kann ich nicht ins Lenny übertragen, macht ja auch nichts. Okay, Respekt. Ja, wie ich vorhin auch sagte, es kann sein, dass wirklich Gespräche anstehen. Es muss was ausgesprochen werden. Ne? Respekt sollte man immer haben. Ne? Das ist gar keine Frage. Und man sollte sich immer vorbereiten, gerade wenn man Tacheles-Gespräche angeht. Egal, ob jemand auf euch zukommt oder ihr das Gespräch führen dürft, sollt, müsst. Ne? Ich finde es immer wichtig, sich vorzubereiten. Klar, wenn euch jemand überrumpelt mit einem ernsthaften Gespräch, dann seid ihr nicht vorbereitet. Aber mit Respekt kann man immer jemandem entgegenkommen. Ne? Und wenn jemand auch etwas zu äußern hat, vielleicht auch zu offenbaren, vielleicht euch auch endlich was ehrlich sagen möchte, was euch nicht so ganz gut passt, ne? Dann schätzt es, dass es angesprochen wurde. Dann nimmt es mit Respekt auf, hadert nicht direkt dagegen oder duscht nicht direkt dagegen oder setzt nicht beide Fäuste innerlich schon und macht Wut auf oder habt Wutausbrüche etc., sondern geht da mit allem respektvoll um, ne? Weil das ist euer großes Glück dann nachher. Ne? Für mich ist ja, wie gesagt, weil ich vorhin auch sagte, das Aufbauglück ist was ganz, ganz, ganz Großes. Und das heißt, dass mit dieser Person, egal ob sie ganz neu ist, jetzt über euch über den Weg läuft oder jemand in Anführungsstrichen Altes schon da ist oder wiederkommen möchte, ne? Begegnet dieser Person mit Respekt und Offenheit und schaut erst danach. Ihr entscheidet, was eure Grenzen sind. Ihr entscheidet, ob etwas weitergehen kann. Ihr entscheidet, ob ihr etwas möchtet oder nicht. Ne? Ihr seid wirklich Herr oder Herrin eures Lebens. Ne? Und deswegen ist es oftmals so, ich kenne das selber, ich bin eine sehr temperamentvolle Frau und ich weiß, ich gehe da immer meistens so direkt, ne? Ich kann euch das super gut empfehlen, dass ihr bitte sachte dran geht. Und ich bin manchmal so mit Vollgas voraus und nachher denke ich, oh Gott, ne? Hättest du mal wieder mal erstmal nachgedacht. Ne? Und das soll vielleicht mit dem Respekt auch nochmal gesagt werden. Ne? Das ist auch nochmal
Seid so, dass wirklich geht respektvoll miteinander um. Egal, auch was zu klären ist oder was gesagt wird, ne? Oder wenn was wirklich ans Tageslicht vielleicht manchmal auch kommt oder vielleicht habt ihr irgendwas, was ihr unbedingt sagen, loswerden müsst. Ne? Respekt ist ein großes Wort, ne? Aber es bringt vielleicht einen auch mehr ein bisschen in diese Haltung, dass man ja erstmal schaut, was gesagt wird, erstmal schaut, worüber man spricht, erstmal schaut und ausreden lässt vor allen Dingen. Auch ganz wichtiges Thema, ausreden lassen. Ne? Also da kann ich jetzt ganz viel mit euch da jetzt interpretieren in diese Karte, aber ihr wisst schon, denke ich mal selber, was da Sache ist. So, jetzt schauen wir uns die Energiekarte unterstützen. Dann, was haben wir da? Annehmen. Wow, das passt jetzt auch mal wieder wie die Faust aufs Auge. Annehmen. Ich lerne Dinge anzunehmen, die ich nicht ändern kann. Ja, und ich spüre so, bei dem einen oder anderen werden es große Gespräche sein, die hier geführt werden dürfen, müssen, sollen. Aber auch ihr Singles endlich mal wieder sprechen zu lernen, ne? Menschen anzusprechen, auch potenzielle Kandidaten anzusprechen, ehrlich zu sein, ein bisschen zu flirten, bisschen netter, ne? auch wenn die netter so nett die kleine Schwester von, ich sage es jetzt nicht, die meisten wissen es ist. Ich meine, ist das ganz liebevoll jetzt gesagt, nett zu sein, freundlich zu sein, offen zu sein, respektvoll mit dir umzugehen, respektvoll mit dem Außen umzugehen, respektvoll mit Personen umzugehen, die mit euch sprechen wollen. Hört es euch an. Ne? Annehmen ist ganz, ganz wichtig. Ich lerne die Dinge anzunehmen, die ich nicht ändern kann. Und ich hatte vorhin ganz klar gesagt, bei dem einen oder anderen wird was anstehen, was nicht so direkt nach Juhu schreit, ne? Was man vielleicht ja gesagt bekommt, was man vielleicht selber sagen darf. Ne? Aber wir haben ja das Aufbauglück. Ihr könnt daraus ganz viel machen. Und wir können nicht nach hinten, oder natürlich können wir nach hinten schauen, aber was bringt es uns? Wenn wir nach vorne schauen wollen mit ihm oder ihr, dann bringt es nicht, nach hinten zu schauen. Es bringt auch nichts, da die ganze Zeit rumzukramen. Man kann es hier nochmal aussprechen, diskutieren, ernsthaft drüber sprechen, aber dann nimmt man das Glück für die Zukunft an. Ne? Nimmt man es ganz, ganz bewusst hier an und man lernt, dass man es nicht ändern kann, was halt so ist, ne? Was vielleicht Fakt ist, was Tatsache ist, aber geht da ins Gefühl, geht da in euer Bauchgefühl. Ihr werdet da auch natürlich Botschaften bekommen. Ne? Respekt und annehmen finde ich eine super Kombination und das ist, glaube ich, etwas, was wir uns alle annehmen dürfen mal, ne? Und mal drüber nachdenken dürfen, was wollen wir für unser Leben, was wollen wir mit ihm oder ihr. Egal, ob die Person schon da ist oder nicht, wenn wir Liebe leben wollen, dann dürfen wir es auch aussprechen, dann dürfen wir respektvoll auch miteinander umgehen. Wir dürfen nicht vielleicht Menschen sofort abzustempeln lernen. Ne? Das ist ja auch so oft. Wir haben so ein Bild, wir wollen die Person, genau die Person. Und wenn es nicht die ist nach unseren Beschreibungen, dann darf sie gar kein Wort sagen, weil dann hat sie schon verloren. Kennt ihr das? Ja, solche Muster kenne ich auch von früher. Ne? Und, aber das dürfen wir auch mal vielleicht annehmen und auch mal zu sagen, ja, vielleicht war es deswegen immer das gleiche Muster auch an Personen, warum ich nicht glücklich wurde. Ne? Also sprecht es auch offen an, sprecht eure Bedürfnisse an, seid respektvoll, liebevoll zueinander, hör hin, nimm es an, wenn du möchtest. Ne? Und vor allen Dingen, wem etwas bevorsteht, der oder die weiß es jetzt, was da zu tun ist, sieht aber hier mit dem Aufbauglück, dass alles super kommen wird, darf und auch soll. Und euch anderen wünsche ich wirklich, seid gut zu euch und geht auch raus. Wenn ihr Liebe leben wollt, dann macht was auch dafür. Ne? Und das, was in der Vergangenheit gewesen ist, wo man vielleicht Angst hat, sich aufs Neues einzulassen, das war gestern. Ne? Wir leben heute und im Hier und Jetzt. Und wir gehen respektvoll mit dem Alten um, gar keine Frage, mit der Vergangenheit auch. Und wir schauen jetzt nach vorne, weil unser Glück wartet da. Ihr Lieben, ich wünsche euch zwei zauberhafte Tage, freue mich über den Daumen hoch, freue mich auf ein kostenloses Abo und freue mich, wenn wir uns beim nächsten Oraki wiedersehen. Bis dann, tschüss!